Eine Ewigkeit später. Wow, Leute, let's go. Hier sind wir bei Leos Mind und jetzt... Warum ist keiner da? Ja, kein Wunder, dass keiner da ist. Du hast die Leute gerade eine halbe Stunde warten lassen. Heute reden wir darüber, warum Starting Screens keine gute Idee sind. Natürlich habe ich jetzt ein bisschen übertrieben mit einer halben Stunde, aber ich habe tatsächlich von 10 Minuten bis 30 Minuten schon alles gesehen. Unfassbar, wer macht denn 30 Minuten am Anfang? Und es war nichts irgendwie Besonderes, es war einfach nur ein Stream. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare unter diesem Video, weil bitte nennt mir einen einzigen guten Grund, warum man ein Starting Screen haben sollte. Ganz kurz, Definition Starting Screen, falls Leute es nicht wissen. Viele Leute, die meisten Leute, eigentlich fast jeder Streamer, fügt, wenn er live geht, einen Starting Screen am Anfang ein, wodurch einfach, ja, es passiert nichts. Da steht einfach, hoffentlich steht da eine Zahl, die runterzählt auf 0, 5 Minuten und dann zählt ihr auf 0. Und bei 0 sieht man auf einmal den Streamer und er geht dann, ja, und dann geht es los. Wie ein Countdown einfach für den Stream, aber man ist schon live. Lasst gerne ein Abo da auf meinem Kanal hier. Es ist unfassbar. 80% meiner Zuschauer sind nicht subscribed. Wie viele Abos ich hätte, ey. Das ist so krass. Es ist so interessant, wenn man dann in die Statistik mal schaut. Und schaut auch gerne mal live auf Twitch vorbei. Dort reden wir ständig über solche Themen wie hier in diesem Video. Also als allererstes. Wenn ihr unbedingt einen Starting Screen haben wollt, dann alles über 5 Minuten ist Quatsch. Nicht mehr als 5 Minuten. Und bitte, bitte, wie schon gesagt, gebt eine Zeit an. Nicht einfach nur Starting Soon und dann sitzen da die Leute und keiner weiß so recht, wann es losgeht. Und da hatte ich auch keinen Bock, da warte ich nicht. Wenn keine Zahl da ist, dann warte ich erst recht nicht. Wenn die Zahl sehr hoch ist, dann mache ich auch noch was anderes. Und darum geht es nämlich. Das ist der Punkt. Ein paar von den Followern, die man hat, ein relativ großer Prozentsatz allerdings, hat die Benachrichtigungen an. Das heißt, sie kriegen Bescheid in dem Moment, in dem ihr live geht. Also vielleicht nicht in den ersten 10 Sekunden, aber nach 30 Sekunden, nach einer Minute, nach 2 Minuten, nach 3 Minuten. Und dann gehen die auf deinen Stream und sehen erstmal einen Countdown. Und nicht, dass die jetzt deswegen sauer sind, weil es ist was ziemlich Normales, was man sieht. Aber die wenigsten warten halt wirklich, dass der Countdown auf 0 geht. Die meisten gehen in der Zeit zu einem anderen Stream, denken sich, sie kommen später wieder. Oder sie gehen auf YouTube und schauen sich dort ein Video an. Das Problem ist nur, sobald sie das tun, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie nie wiederkommen. Sie vergessen euch. Natürlich nicht alle, aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Am Anfang ist man ja sehr froh über jeden einzelnen Follower, den man bekommt. Und genau diese Leute, die von den Leuten, die dann Benachrichtigung kriegen, dass ihr jetzt live seid, werden enttäuscht, weil sie sehen einfach nur eine Zahl. Und selbst wenn sie nicht enttäuscht sind, besteht die Gefahr, dass sie einfach kurz woanders hingehen. Sie denken sich, sie kommen wieder, aber tun es vielleicht nicht, weil sie es eben vergessen. Kommt bestimmt vor. Und der Hauptgrund, warum Leute ein Starting Screen haben, ist, weil sie dieses Gesamtpaket haben wollen. Sie wollen ein Starting Screen, dann wird gestreamt und dann wollen sie auch noch ein Endscreen, wo einfach steht Tschüss, bis zum nächsten Mal. Aber ich finde, das ist komplett falsch gedacht, denn Live-Content in der Regel ist keine Show, ist keine Fernsehsendung, die du einschaltest, dann komplett schaust und dann ausschaltest. Sondern Live-Content ist sowas wie, ja, ich guck da mal rein, ich hänge mit dem ein bisschen ab, dann gehe ich vielleicht in einen anderen Stream, hänge mit dem ein bisschen ab, dann das und dann später komme ich vielleicht zu dem wieder zurück. Und es ist halt so ein fließender Prozess die ganze Zeit. Die wenigsten schauen einen Stream von Anfang bis Ende 6 Stunden am Stück. Die wenigsten von all den Leuten, die euch im Laufe des Streams zuschauen, sehen den Starting Screen überhaupt. Das heißt, der Grund, einen zu haben, ist schon mal überhaupt nicht da. Für wen? Für die Leute, die am Anfang da sind? Die müssen warten. Also denen bringt ein Starting Screen erst recht nichts. Also die Leute, die halt so cool sind und eine Benachrichtigung kriegen und euch dann von Anfang an zusehen, die werden erstmal enttäuscht, weil sie sehen euch nicht, sie müssen warten. Und die Leute, die meisten Leute, die im Laufe des Streams einfach reindroppen per Zufall oder weil sie halt euch sehen in ihrer Liste links, die haben sowieso nichts davon, weil sie sehen ihn gar nicht. Und werden ihn wahrscheinlich auch nie zu sehen kriegen. Ich habe so viele Menschen natürlich bei mir im Stream, die gar nicht wissen, dass ich einen Starting Screen habe oder wissen, wie der aussieht. Woher auch? Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand am Anfang da ist, ist schwindend gering. Aber die Leute, die da sind, vor allem wenn man gerade anfängt zu streamen, in der ersten Zeit, wo man größer werden will, die sehen das und gehen wieder woanders hin.
Und jetzt sagt ihr vielleicht, ja, nee, mein Starting Screen, da sind immer Leute da und dann schreiben die und die versammeln sich und ein Starting Screen ist nice. Ihr wisst nicht, ob Leute wieder rausgehen. Das ist ja das Problem. Man sieht immer nur das Positive, aber das Negative sieht man natürlich nicht. Man sieht nicht, ob Leute wieder rausgehen. Ja, ihr könnt in die Benutzerliste schauen, aber so schnell ist die Benutzerliste nicht. Die aktualisiert sich nicht so schnell. Du gehst rein, siehst Account und gehst wieder raus. So schnell hat sich das nicht aktualisiert. Das heißt, ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst. Und die Leute, die da sind, haben nichts davon, dass ihr einen Starting Screen habt. Die haben nichts davon. Also habt ihr nur Negatives davon. Weil die Leute, die reinkommen und wieder gehen, die kriegt ihr gar nicht mit. Wenn ihr den Starting Screen ausmachen würdet, die Leute, die da sind, hätten euch sofort. Und die Leute, die reinkommen und rausgegangen wären, die hättet ihr jetzt zusätzlich. Von denen habt ihr davor gar nichts gewusst. Und dann gibt es natürlich das Argument, dass viele Leute den Starting Screen benutzen, um sich ready zu machen, wie so eine Show und sowas. Aber das ist halt einfach nur eine Ausrede, eine Bequemlichkeit. Man kann auch einfach sofort loslegen und einfach mit sich selbst reden, was wir sowieso die ganze Zeit meistens machen. Und dann kommen Leute und sie dann begrüßen und mit ihnen reden. Man muss die nicht erst versammeln. Dieses Versammeln, um zur einzigen Ausnahme zu kommen, ist bei tatsächlichen Shows, also wenn Spiele vorgestellt werden von Companies, bei großen Podcasts, bei Konzerten, also so wie bei echten Konzerten, Leute versammeln sich und wenn dann genug Leute da sind, dann geht die Show los mit einem dicken Krall. Dicken Krall. Das ist bei großen Shows der Fall. Aber nicht beim Standard-Streamer, der einfach da sitzt und gamet. Das ist keine Show. Das ist, wie ich gesagt habe, Live-Content, in dem man rein und raus droppt die ganze Zeit. Was auch vollkommen okay ist. Das ist Live-Content. Und ja, ich habe einen Starting Screen. Mein Starting Screen hat allerdings wenigstens einen Nutzen. Da laufen all meine Clips. Da laufen ja die coolen Sachen, die in meinen Streams passiert sind. Und somit in meinem Starting- und Pausen-Screen werbe ich für mich selber, weil da sehen die Leute die Highlights, die Gründe, warum sie bleiben sollen, warum sie einschalten sollen. Aber selbst die werde ich jetzt wahrscheinlich abschaffen und gar keinen Starting Screen mehr haben, weil es bringt nichts. Und wenn ihr unbedingt, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr einen Starting Screen braucht, erstmal bitte schreibt in die Kommentare, warum ihr der Meinung seid. Und wenn, nicht vergessen, macht einen Countdown rein, bitte nicht länger als 5 Minuten und gebt den Leuten was zum Anschauen. Clips, Dia-Show, was auch immer. Nicht einfach Starting und ein Countdown, sondern irgendwas, wo Leute bleiben und zuschauen können. Wie gesagt, es gibt keinen Grund. Wenn ihr einen Grund wisst, bitte sagt ihr mir in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt. Außer bei fetten Events. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr seid ein fettes Event, okay. Aber naja, ein fettes Event ist ein fettes Event und nicht einfach da sitzen und streamen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video bringt euch zum Denken. Vielleicht überlegt ihr euch jetzt, was ihr mit eurem Starting Screen macht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und live auf Twitch mal vorbeischaut. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Bye, bye.